Und wir essen gleich Düfte! Nein, Düfte essen wir nicht. Nein, ich habe mir gerade Pizza in den Ofen geworfen. Ich würde eigentlich sagen, wir essen gleich Pulled Pork Pizza. Oder Pizza Pulled Pork, besser gesagt. Und wen fresse ich? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wen du frisst. Ich könnte mal ein paar Briefe hier abholen. Hi. Ja, den Briefmuckel lese ich nicht. Ich will nur Briefe. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Was ist denn für 14? Echt? Was denn? Was denn? Weißt du, dass du auf Postbote werden kannst? Ja. Ja, ich hatte auf meinem alten neuen Main, also auf meinem alten, den wir ja vorhin gespielt haben, habe ich zumindest die eine Quest mal gemacht. Und finde ich ganz cool. Ich war nur etwas verwirrt anfangs. Ich glaube, die anderen Sachen sind noch gar nicht da. Ein Wunderlana. Nice. Nice. So, das habe ich. Und mein Mokri. Jetzt bin ich glücklich. Den Rest kann ich dann irgendwann mal holen. Die restliche Post müsste zumindest reinpassen. Jo. Oh. Ich muss jetzt so ein bisschen auf die Zeit achten. Wegen der Pizza. 25 nach kann ich sie aus dem Ofen holen. Silberne Schokobo-Federn. Hi. Will ich wissen, wie lange er da schon hinter mir sitzt? Stimmt, ich habe ja auch noch 25 nach. Was ist das für... Nein. Das ist einfach, wenn ich die Pizza rausholen muss. Okay, nee. 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 Okay, die goldenen Schokobo-Federn kann ich mir schon. 25 nach was? Um 13.25 Uhr. Nein. Ja. Ja, die brauchen immer ein bisschen länger. Weil das eine Pizza mit etwas dickerem Rand ist. Und ja. Die habe ich immer gern ein bisschen länger drin. Da ist mein Phantasia. Hier ist es. Fast ganz unten. Erstmal alles unordentlich gemacht da. So. Jetzt habe ich 10 Gold und 10 Silberne. So. Ach, jetzt habe ich auch eine Feder.
Und dann auch noch keine TK-Pizza gab, die länger als 15 Minuten braucht. Nicht? Ich öfters. Aber ist halt diese eine vor einem Ofenbrusche. Aber vielleicht liegt es auch einfach an unserem Ofen. Wenn ich bedenke, meine Großmutter braucht für ihre Pizza, wenn sie da eine Pizza in den Ofen packt, fast 40 Minuten. Also immer so zwischen 30 und 40 Minuten braucht die. Und selbst dann ist die meistens noch nicht richtig fertig. Bin ich immer erschreckend. Ofenfrisches. ja, quasi. So warm, wie es in Frankfurt unten ist, ist Frisches auch im Ofen gerade. Wird sie selbst schon riechen, wenn der Ofen brennt. Also, ja, wenn er brennt, rieche ich es. Wenn es fertig ist, leider nicht. Ich sitze im Keller. Aber wenn es brennt, dann rieche ich es bestimmt. Aber ich glaube, dann höre ich es auch, was der Feuermelder angeht. Abenteuerin, kannst du eine Nachricht für mich übermitteln? Meine Wachablösung lässt ganz schön auf sich warten. Kannst du zur Gerbergilde gehen und dort Millicent bitten, Ersatz für mich zu schicken? Langsam aber sicher stehe ich mir hier die Beine in den Bauch und ich muss dringend auf den Abort. Aber natürlich kann ich meinen Posten nicht einfach so verlassen. Das wäre Fahnenflucht. Deshalb bitte ich dich, tu mir den kleinen Gefallen und rede mit Millicent, ja? Natürlich. Natürlich. Hi. Ah, ein neues Gesicht. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Estelle und ich kümmere mich um Miketes Amphitheater. Gestern Nacht haben hier offensichtlich einige Silfen herumgetollt und eine Gemüseparty gefeiert. Das gönne ich ihnen ja gerne, aber vermutlich als Dank haben sie hier überall Kürbisse, Möhren und anderes Wildgemüse verteilt. Um das alles allein aufzusammeln, bräuchte ich ewig. Kannst du mir vielleicht helfen? Okay. Machen wir fix. Oh, Niklas, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für dein verschenkten Sub an die Community. Danke. Stimmt, da hätte ich jetzt beim Muki ausrüsten können. Alleine wollte ich mich, jetzt lässt er dich alleine auf ihm. Und du brauchst keine Minute. Ist halt echt so. Das muss wohl unglaublich lange dauern. Da ist auch noch was. Immer diese. Na, wo denn diesen Geburt? Ja. Das Tolle ist, den habe ich da hinten auf dem Sofa sitzen. Genau den. Oh, ich liebe Mokis. Mokis sind cool. Vielen Dank für deine Hilfe. So sieht der Platz doch gleich viel besser aus. Das Amphitheater ist öffentlich zugänglich und solange hier keine Veranstaltung stattfindet, kann es jeder nutzen. Gerne auch die Silfen. Ich wünschte nur, sie würden es so hinterlassen, wie sie es vorfinden. Sauber und ordentlich. Naja, zumindest haben wir jetzt einen Haufen leckeres Gemüse. Dafür gebührt den frechen Silfen wieder unser Dank. Ebenso wie dir für das Aufsammeln. Das Gemüse werde ich an Mijuns Hexenstübchen liefern lassen, damit es der Allgemeinheit zugutekommt. Das ist doch nett. Thanks haben doch diesen Tritt zum Betäuben. Können wir das nicht auf solche NPCs anwenden? Das wäre geil. Cool, fantastisch. Ja, cool. So. Okay, komm, ich gehe erstmal da hinten das eine abgeben. Ach ja. Kurz Kitty stalken. Gibt gar nicht so viel zu stalken. Aber egal, es geht ums Prinzip. So sind von der Klippe und schreist, das ist ja nicht. Oh, hat der Mann. Oh. Oh,
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Was? Dümsand möchte abgelöst werden. Ich glaube, Sakt hatte schon vergessen, dass wir seit dem letzten X-Überfall einfach nicht mehr genug Soldaten haben, um alle Schichten zu besetzen. Was fällt ihm eigentlich ein, eine Fremde wie dich in interne Angelegenheiten des Klagenregiments zu verwickeln? Er ist zwar neu in der Truppe, aber das ist keine Entschuldigung für mangelnde Disziplin. Tut mir leid, dass ich dir solch eine Abfuhr erteilen muss, aber Fremden zu misstrauen ist schließlich unsere Pflicht. Immerhin hast du dich hilfsbereit gezeigt. Dafür gebührt dir mein Dank. Doch nun störe mich nicht länger. Hinfort mit dir. Wow, bist du nett. Hinfort. Sag mal, bin ich eine Mücke oder was? Bin ich so eine lästige Mücke, die einfach so weggescheucht wird? Aber hey, wir haben Stufe 4. Ist auch schon mal was. Abgehoben, aber wirklich. Richtig, richtig abgehoben. So, wie lange laufen wir jetzt hier rum? Hey! Wir spielen schon 1 Stunde und 34 Minuten mit dem Char! Wie viel habe ich bisher von der Story geschafft? Das mit den 20 Minuten kommt nicht hin. Nicht mal die zusätzlichen. Die wir für das andere einberichtet hatten. Ja, zieh mal eine Stunde ab. Ich glaube auch. Alter. Gut, dass wir den Schaden nicht schon noch erstellen mussten, sondern dass ich den schon hatte. Das wäre ja dann noch länger. Also gut, nicht auf die Zeit gerechnet, aber, ne? Mir scheint, es ist deine Aufgabe. Wärst du bereit, meiner Schülerin ein wenig zur Hand zu gehen? Der ist Braya und du findest sie in der Gilde der Druiden. Dort ist sie mit Arbeiten beschäftigt, die ich ihr aufgetragen habe. Doch nun fürchte ich, dass ich ihr zu viel zugemutet haben könnte. Sie hat doch gerade erst ihre Ausbildung zur Druidin abgeschlossen. Vielleicht kannst du ihr unter die Arme greifen, ja? Okay. So, das kommt dahin. Na, nee, warte mal. Ich mir das erst einmal so hin. Ich glaube, wenn du den noch erst... Jetzt hättest du hier in Altersschwäche gestorben, bevor du überhaupt Ifrit gesehen hast. Ja. Ja, durchaus wirklich. Halt, auf ein Wort. Entschuldige bitte meine Aufregung, aber ich habe Samen der Azima-Rose überall auf dem Weg verstreut, ungewollt wohl bemerkt. Die Tüte, in der die Samen waren, hat ein Loch und jetzt kugeln die Samen überall auf dem Boden herum. Ach nein, ist das schrecklich. Wärst du vielleicht so nett, mir beim Aufsammeln der Samen zu helfen? Wir können überall auf dem Weg von hier bis zur Gärtnergilde liegen. Wir könnten nicht nur, sie tun es. Da, und da, und da, und da. Oh, warum sammelt er die nicht selber auf? Er steht direkt daneben. So können die nicht alle alleine etwas aufsammeln. Mein Reden! Weißt du, vor allem der Weg ist halt einfach nicht so weit. Das steht da. Müsste nur den Weg hier zurückgehen. Ja, ne? Die armen Samen. Du bist auf der Arbeit. So, ich glaube, dann wäre man direkt gefeuert worden. Oh ne, ich stehe direkt neben meiner Arbeit, aber das ist zu weit weg, als dass ich es erledigen könnte. Hier, mach du mal. Freut sich jeder Chef drüber. Oh, schön. Wirklich schön. Ha, noch so eine Gaunerin von einer Abenteurerin. Ihr seid doch alle gleich und denkt nur an euer eigenes Wohl, oder etwa nicht? Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann erweise mir doch einen kleinen Gefallen. Bitte bring diese Zimmerrose zum Seher Waldef an Nofikas Altar. Enttäusche mich nicht. Nein, nein. Ihr seid einfach so faul. Ja. Mach mal. Nee, ich glaube nicht. Das gehe ich nicht. Da gibt's doch ein Wort für, auch auf Arbeit bezogen. Wie heißt das nochmal? Ja, Chef. Na, kommt aber auf den Betrieb an. Es sind ja auch nicht alle Chefs gleich. Viele, aber nicht alle. Wenn ich mal so an eine Praktikumsstelle denke, die wäre echt gut. Die haben ihre Leute wenigstens auch mit einbezogen. Oder in dem
Doch. War ein Restaurant. Café mit Restaurant. Da war es auch gut. Praktikanten, die muss man nicht bezahlen. müssen nicht, manche tun's. Ich hatte ja vor, oh Gott, das ist lange, lange her, hatte ich ja in der Buchhandlung mal ein Praktikum gemacht und die haben mir direkt quasi nach einer Woche angeboten, 10 Minuten bis zur Pizza, ja, ich denk dran. die haben mir dann direkt danach quasi angeboten, dass ich ja in den Sommerferien da arbeiten könnte. Das wäre cool. Und die Chefin war auch richtig, richtig nett. Die mir schon mal widersprochen. Die Chefin war richtig, richtig nett. Und das war halt auch kein Betrieb, wo es dann hieß, ach ja, hier, okay, mal das und das holen oder hier jetzt saug den Laden mal durch oder so. Das war halt richtig, richtig cool. Ich durfte sogar Kunden beraten. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe da 4 Jahre. Ja, 4 Jahre gearbeitet. Dadurch habe ich mir die Xbox 360, die damals rauskam, kaufen können. Meine erste Konsole, die ich mir alleine kaufen durfte. Ich war stolz wie Bolle. Ich hab die auch immer noch. Da steht sie. Wir hatten vorhin das Thema. Hast du alle Samen aufgesammelt, die du finden konntest? Hoffentlich hast du dabei nicht so viel als zertreten. Alter! Wenn du ein Problem hast, dann sammel die selber! Wie viel hat die da gekostet? Oh Gott, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Sie hat auf jeden Fall, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, 70 Euro weniger gekostet als die PlayStation 3. Zumindest da, wo ich sie gekauft habe. Ich hatte nämlich, also das war der Laden, wo mein Onkel damals noch gearbeitet hat. Und dadurch habe ich halt Rabatt gekriegt. Plus halt 2 Spiele noch zusätzlich. Also ich weiß nicht mehr. Ich glaube irgendwas um die 300. Irgendwas zwischen 300 und 400. Auf jeden Fall günstiger als die PS3 damals. Das war der einzige Grund, weswegen ich mir halt die Xbox geholt habe. Weil Final Fantasy 13 war halt draußen oder sollte rauskommen. Wollte ich unbedingt spielen. PS3 wollte ich eigentlich haben. Und ja, PS3 war mir zu teuer. So viel wollte ich nicht ausgeben. Und wie viel die PS3 gekostet hat. Ich weiß nur, dass sie teurer war. Irgendwo habe ich, glaube ich, sogar noch den Kassenzettel. Also das Garantiekärtchen und den Kassenzettel zusammen. Irgendwo in meinen zahllosen Kisten, die hier in diesem Raum verteilt sind. Weiß ich auch, ist das irgendwo der Liste 13? Tatsächlich, 13 war nicht so eine große Enttäuschung wie 15 für mich. Also, 15 war für mich die größere Enttäuschung. Vielen Dank für deine Hilfe. Dank dir habe ich die meisten Samen wieder und dieser Weg, ich lese das kurz, nochmal überwogen durch Azima-Rosen. Natürlich wäre das ein hübscher Anblick, aber hier ist kein optimaler Ort für diese empfindlichen Rosen. Jede Pflanze hat ihre ganz eigenen Bedürfnisse, musst du wissen. Was für ein Glück, dass du zur rechten Zeit zur Stelle warst. Mögen dich die Gebieter stets beschützen. Danke. So. Mein Freund und jetziger Mann hatte zum Glück schon eine PS3, als FF13 rauskam. Ja, gut. Aber FF13 finde ich echt toll. Also ich habe es tatsächlich geliebt. Es kommt für mich nicht an 10 ran. Aber ich weiß nicht, FF13 fand ich toll. 15 fand ich dafür für einen Müll. Aber ist ja auch Geschmackssache. Aber 15 war überhaupt nicht meins. Das hat mich so dermaßen enttäuscht, das Spiel. Auf sämtlichen Ebenen. Ist genauso, ich weiß nicht, ich glaube, ich mag viele der unbeliebten Spiele. 12 mag ja auch kein Schwein und ich liebe es. Final Fantasy 12 ist absolute Liebe für mich. Das Schlauchlevel, die man hin und her grinden muss. Ich weiß nicht, ich fand bei 13 Lightning fand ich richtig cool. Vanille fand ich richtig cool. Eigentlich die ganzen Frauen. Die Gegenden fand ich unglaublich schön.
ich weiß nicht. Mich hatte das Spiel irgendwie... Anfangs dachte ich auch noch so, okay. Und dann kamst du ja in diesen kristallisierten See. Und es war einfach so unglaublich schön. Und die Musik war so unglaublich schön. Und oh. Liebe. Einfach nur Liebe. Meine erste Konsole war eine Wii. Echt? Die Wii habe ich erst vor 3 Jahren einem Kumpel abgekauft. Der hatte, ich glaube, noch richtig alte N64-Spiele waren noch mit drauf. Ich glaube, 2 SNES-Titel. Dann habe ich halt ne, diese Kamera und noch, ich glaube, 6 weitere Spiele für 120. Ich glaube, 120 waren es. Ich muss noch einige Konsolen nachholen. Ich bin ja damit wütig. Ja, du bist mir immer sympathischer. 13 und 12 sind so underrated. Ja, finde ich auch. Also 12 ist auch... Oh, ich liebe es. Ich freue mich schon, wenn wir das irgendwann mal im Stream spielen. Das wird so toll. Beide Teile. Wirklich beide. Angefangen hatte ich ja damals mit Teil 10. Dann hatte ich, glaube ich, 12. Dann 10.2. Und dann habe ich mit den ganz alten angefangen. Ich glaube, dann hatte ich tatsächlich direkt schon den ersten und zweiten für PlayStation 1. Und dann ging das halt immer weiter hoch. Ich habe es heute leider noch nicht alles gespielt. Aber ich freue mich auch auf 16. 16 wird auch toll. Schniff. So, ich gehe aber schon mal hoch. Der Weg ist nämlich weit und voller Schrecken. Ich mache hier schon mal Platz. Jo, ich bin gleich wieder da. Dann machen wir weiter. Da. Nicht schwarz. Nicht mal ansatzweise. Das sieht ja lecker aus, ja. Schmeckt auch lecker. Da habe ich gleich wieder Hunger. Also der Ofen ist mehr als heiß. Die Pizza übrigens auch. Vor allem das Geile ist, dauert halt 25 Minuten, trotz, dass es auf 200 gestellt war. Gib. So, musst du herkommen, dann teile ich gerne mit dir. Ich habe von der Pizza sogar noch eine. Also nicht im Ofen, sondern im Eisfach. Ah, die ist echt heiß. Hm. Muss ich mich ja bewegen. Ja. Müsstest du, ja. Wäre zumindest gut. Welch seltener Besucher noch für Kasselter. Was führt dich zu uns? Das da. Meine heißen Quellen sind fertig. Geil. Eine Zwiebelrose. Darauf habe ich schon gewartet. Du bringst sie mir also im Auftrag Ithelred? Verzeih mir meine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Ithelred etwas so Wichtiges einer Abenteurerin anvertraut. Du wirst bemerkt haben, dass er nicht viel von Abenteurern hält. Und da war ein Oh. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Surit und ich in der Nähe wohnen. Einige Abenteurer haben in den Wäldern Gridanias seltene Kräuter und Blumen gepflückt, um sie in den anderen Städten zu hohen Preisen zu verscherbeln. Leider haben sie dabei den halben Wald verwüstet. Ithelred hat ihnen das bis heute nicht verziehen. Unsere Hohepriesterin Kanisena hat ihm jedoch geraten, seinen Schmerz zu überwinden. Auch die Wunden eines Baumes müssen irgendwann vernarben. Ich freue mich, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und sich dir anvertraut hat. Natürlich bin ich auch froh, dass er an eine edle Abenteurerin wie dich geraten ist. Ich danke den Geistern des Waldes, dass sie dich zu uns gesandt haben. Und ich danke dir, dass du uns geholfen hast. Yay, endlich was im Magen.
wenn ich essen könnte. Jetzt schon wieder wie sonst was. Über eine Stunde und wir waren immer noch nicht außerhalb der Stadt. Respekt. Ja, ich bin Braya. Warum hat dich Melaine zu mir geschickt? Puh, die Arbeit wächst mir tatsächlich über den Kopf und ich nehme deine Hilfe dankend an. Bitte fülle diese Azima-Rosenöl in die Duftlampen im hinteren Teil der Gilde. In zwei Lampen müsste das Öl fast zur Nagel gegangen sein. Achte jedoch darauf, dass du niemanden bei der Meditation störst. Sei schön leise. Okay. Na gut. Sind wir halt leise. Sei gegrüßt. Würdest du einer Druidin aus der Grotte der versunkenen Gedanken einen Gefallen erweisen? Ein wichtiges Orakelritual steht kurz bevor und ich kümmere mich um die Vorbereitung. Nur dafür brauche ich unbedingt terpenhaltiges Käfersekret. Ach, terpenhaltiges Käfersekret lässt sich aus Marienkäfern gewinnen. Die armen Marienkäfer, die in der Nähe vom Stubben leben. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir das terpenhaltige Käfersekret von 6 Marienkäfern bringen könntest. Alter, diese armen Viecher, ne? Die haben einem nichts getan. Warum sitzen ja welche? Ich habe da noch nie drauf geachtet, ne? Sitzen hier tatsächlich Leute? Dem könnte man... Egal. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast deine Aufgabe ordentlich erfüllt. Bisher hatte ich keine hohe Meinung von Abenteurern. Die meisten sind grob schlechtig und ungeschickt. Doch du legst Vorsicht und Eleganz an den Tag. Melaine hat dich offensichtlich richtig eingeschätzt, wofür ich ihr dankbar bin. Und du kannst dich geehrt fühlen, dass sie dich ausgewählt hat. Ich würde dir sagen, wir kommen bald aus der Stadt, aber... Ein bisschen wird es wohl immer noch dauern. Ja, wir haben unsere Rundreise bald durch. Ich kenne euch, Abenteurer. Für eine Belohnung macht ihr alles, oder? Dann möchte ich, dass du Onilie zum Lachen bringst. Sie hat sich so mit Fremden. Daher solltest du dich zunächst einmal höflich vorstellen, mit einer Verbeugung. Ach, das war dieses Emote-Ding, ne? Hallo? Hi. Servus. Gutzi. Kitty! Das scheint ganz gut gelaufen zu sein. Aber sie sieht immer noch traurig aus. Versuch ihr gegenüber deine Freude zum Ausdruck zu bringen, damit sie weiß, dass du nett bist. Ich bin ultra nett. Freude. Freude. Ich hoffe, das war richtig. Du bist irgendwie komisch. Ich weiß. Sag bei mir nach. Sie scheint dich so langsam zu mögen. Sehr gut. Wette, wenn du sie mit einem Tänzchen überraschst, fängt sie sich an zu lachen. Bestimmt tut sie das.
Dieser Tanz vom Lala, ey. Du bist eine wirklich gute Tänzerin. Mhm. Naja. Geht. Das sieht lustig aus. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Bester Tanz. Vielen Dank, du bist ziemlich gut. O'Neill hat vor 5 Jahren während der Kämpfe ihren Vater verloren. Seitdem hat sie nicht einmal gelacht. Hat sie nicht einmal gelacht, so. Daher wollte ich meine, wir alle sind besorgt, aber eine ganze Reihe von Jünglingen schaut in letzter Zeit zu mir auf und du würdest das nicht verstehen. Wie auch immer, vielen Dank für deine Hilfe. Okay. Der muss sie aber ganz schön lange beobachtet haben, um zu sehen, dass sie nie gelacht hat. Eine elegante Abenteurerin wie du kommt mir gerade recht. Falls du Zeit hast, möchte ich dich um etwas bitten. Einer unserer jungen Gesellen soll sich um Reparaturen im Miketos Amphitheater kümmern. Und vor lauter Aufregung ist er ohne seine Werkzeuge losgegangen. Kannst du ihm schnell hinterherlaufen und ihm die Werkzeugkiste bringen? Die Werkzeugkiste bekommst du von Lurlik auf dem Spielplatz Eichelmatz hinter der Gilde. Geh zuerst zu ihm. Eichelmatz, hm? Okay. Ich verstehe. Eichelmatz. Also, ich hätte nicht rübergekonnt, ne? Bester Name. Hm. Irgendwo steht auch noch Sync in. Den finde ich auch gut. Idee schickt dich. Einen Moment bitte. Hier, bring diese niegenagelneue Werkzeugkiste zu Arthur. Er ist zu Miketos Amphitheater gegangen. Bloß gut, dass der Kopf angewachsen ist. Ja, sonst würde er den wahrscheinlich auch noch vergessen. Fürchte ich. Aber wir machen halt nur die Drecksarbeit, ne? Nur die Drecksarbeit.